gesagt. Weil wenn ich es richtig gesehen habe, laut Wettervorkast soll es ja morgen sogar schneien. Morgen? Morgen und übermorgen, ja. Oha. Im Schneesturm. Ja, ob die Zivilisation in der Umgebung oder sind wir da auf uns allein gestellt? Da sind wir alleine, also es geht zwar wie. Wir sind jetzt allerdings schon angekommen am Spot und der ist bin schon eingefroren. Mir geht's nur daran, das Lager hier einzurichten. Ansonsten müssen wir, ich weiß nicht, wir können natürlich heute noch mal auf die Suche gehen, heute Nacht. Ich gehe gleich ins Bett. Ja, okay, das ist ein Argument. So, wo ist Anna und Tee? Ich hab auch. Okay. Ja, ich hab auch noch. Ja, ich glaube, da ist nur wenig rein, du sonst auch tatsächlich. Oh Mann, wir haben uns verdient nach der Wanderung heute. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und morgen? Morgen gibt es Essen am Lagerfeuer. Sehr gut. Ja, aber auf unterschiedliche Art und Weise, also Kochmöglichkeiten, ne? Wir wollen ja Schwedenfeuer machen. Ja. Das versuchen wir auf jeden Fall. Ja, Schwedenfeuer ist cool. Genau. Und vor allem bin ich gespannt, wie das mit der Pulka geht. Also, falls das funktioniert, wie es funktioniert. Ja, genau. Und da bin ich ja mal gespannt. Aber wir müssen gleich nochmal auf der Karte ein bisschen schauen, wo genau das ist. Mhm. Damit wir da nochmal besser. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, laut Wettervorkast soll es ja morgen sogar schneien. Morgen? Morgen und übermorgen, ja. Oha. Im Schneesturm. Ob Schneesturm wird, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall laut Wettervorhersage gut kühl und Schnee. Aber jetzt nicht so windig, oder? Wegen dem Feuer. Okay. Bin ich nicht. Da bin ich gespannt. Ich baue morgen auch was anderes. Ich baue mir keine Schneehülle mehr. Das war so eine Katastrophe. Mhm. Nur Schnee überall im Nacken, überall in der Kapuze. Mhm. Mal gucken, wie das ja, morgen die Nacht wird, der nächste Tag. Ja, wir haben ja Schaufeln dabei, ne? Wir können es ja zumindest einbuddeln. Das ist gut. Also einbuddeln können wir uns ja. Ich habe meinen Schneetarntag mit. Ach, das wolltest du ja auch noch aufbauen, genau. Hm? Haben wir jetzt vergessen in der Eile. Wir haben ja beide einen Schneetarnanzug. Mhm. Und jetzt ist noch ein Tarp dabei. Das heißt, du kannst komplett verschwinden. Naja, ich bin dann weg. Sir, wo bist du? Und wie ist die Fleischsuppe? Naja, gut wie immer. Ja, ich weiß nicht, wie ich die Kartoffeln vergessen konnte. Aber so ist es auch gut. Du, dafür mehr Fleisch, dann ist es auch mehr vorhanden. Mhm. Hm. Theoretisch gesehen könnte man dazu noch Nudeln essen, was wär's. Mhm. Naja, die lassen wir einfach mal weg. Leben in der Lage, sag ich nur. Leben in der Lage. Leben in der Lage, ich würde sagen, wir haben ohne Ende noch Fleisch und müssen zusehen, dass das wegkommt. Mhm.
So, ja, morgen müssen wir dann los. Wir starten dann. Sehen dann zu, dass wir ein wenig uns Richtung Osten bewegen. Dann müsste hier oben irgendwo dieser zugefrorene See sein. Hm. Und da in der Gegend soll ein guter Platz sein. Aber dann müssen wir hier, ja, wir können versuchen, da so eine Zeit lang diesen Scooter-Trick zu folgen. Mhm. Und dann machen wir uns auch hier dann langsam raus Richtung Gebiet, ne? Mhm. Also so von den Höhenlinien müsste es ja eigentlich ganz gut aussehen, so dass es nicht ganz so fies wird. Aber schauen wir mal, wie das mit Schnee wird. Ja, das ist ja hier alles bergig und... Ja, hier fängt das richtig an. Da haben sie auch über die Baumgrenze. Das haben wir gesehen, als wir da auf dem Großen waren. Ja. Sehr schnell weg. Ist jetzt halt hier Richtung. Ja, bin ich gespannt. Gibt es irgendwie noch einen anderen Weg dorthin? Oder gibt es noch einen Weg? Ja, letztendlich müssen wir ja irgendwann durchs Gelände. Also das heißt, wir sehen zu, dass wir irgendwie durch diese Scooter-Tricks, das sind ja dann mehr oder weniger so Schneisen, die sie dann benutzen, mhm. ja, dann dadurch, die gehen dann teilweise auch wirklich so, ne, so da durch die Bäume durch. Und da versuchen wir einfach auf ein so ein Ding so weit wie möglich reinzukommen, um dann da raus. Aber spätestens an dem See müssten wir über dem See eine freie Fläche haben. Weil da wächst ja kein Baum, ne? Da ist ja alles zugefroren. Und da könnte man den sozusagen sternförmig, da können wir gucken, in welche Richtung das Gelände für uns ansprechend aussieht und dann rein. Oder wir lassen die Pulka dann erstmal stehen, nehmen uns die Koordinaten, suchen das Gelände ab und holen das Ding dann. Ne? Mhm. Gibt es jetzt gibt's irgendwie Zivilisationen in der Umgebung oder sind wir da auf uns allein gestellt? Da sind wir alleine. Also es geht zwar wieder sozusagen Richtung Osten, aber wir haben eigentlich, nee, wir bewegen uns direkt weg und dann müssten eigentlich erstmal die nächsten 20, 30 Kilometer nichts mehr kommen. Es ist zwar nicht so weit wie auf die andere Seite, also da in die Richtung, mhm. da haben wir irgendwie, weiß nicht, sehr viele Kilometer. Also ich möchte jetzt keine Zahl irgendwie fälschlicherweise nennen, aber da sprechen wir über 50, 60, 70 Kilometer, die man einfach geradeaus laufen kann. Und hier ist es nicht ganz so viel, ist aber immer noch hinreichend wenig. Also mehr als wir in Deutschland bekommen. Das wird morgen auf jeden Fall sehr interessant. Ja, da bin ich gespannt, vor allen Dingen, wenn es Schnee gibt, ne? Oh ja, stimmt. Die Schneekatastrophe kommt. Das wird spannend. Ja, ja, sehr cool. Schön. Ja, willkommen auf einer neuen Tour. Dieses Mal ist es geplant, einen Overnighter zu machen. Und dazu verwenden wir jetzt hier Schlitten, um unser ganzes Equipment dorthin zu bringen. So, bin ich mal gespannt, was uns auf dem Weg dorthin passiert, wie die Nacht wird. Und es ist schon passiert, gerissen. Es ist abgerissen. Geht schon gut los hier. Leder abgerissen. Also wie gesagt, es geht schon gut los. Darf niemandem erzählen, sowas. Seil, ja. Gut, wenn man immer einen Plan B hat. Das ist demnächst auch noch ein Video über. Habe ich schon mal erwähnt, dass es auch demnächst ein Video über Knoten auf meinem Kanal gibt. Weil die brauchst du jetzt. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Also, es läuft wunderbar. Und wir haben auch hier schon wieder eine sehr schöne Aussicht. In dieser Gegend, wir sind ja nahe des Polarkreises unterwegs und im Februar hat man auf
der einen Seite natürlich schon relativ viel Sonnenlicht, aber der Schnee ist halt noch wirklich sehr gut und sehr schön. Und man hat hier die Möglichkeiten, wirklich dann auch 1,5 bis 2 Meter Schnee dort noch zu bekommen. Wir sind dann mit den Schlitten losgezogen. Wie man sieht, haben wir ja einmal eine Pulka dabei und haben so einen ganz normalen, ja, so einen Kinderschlitten, so einen Bob. Und man muss schon sagen, dass beides seine Vor- und Nachteile hatte. Zum Beispiel der kleine Schlitten, den der Peter mit hatte, der war natürlich leichter als so eine Pulka, hat aber den Nachteil, dass er den jetzt, wie man auch hier wieder sehen kann, zum Beispiel so ganz normal an der Hand hinter sich herzog, was zu einer einseitigen Belastung führt. Der Pulka an sich ist prinzipiell schwerer. Natürlich haben wir da auch mehr draufgeladen, weil es einfach von der Fläche wesentlich mehr war. Also da war nicht nur meine Ausrüstung drauf, sondern auch das Holz für die Übernachtung und noch so ein bisschen Equipment. Und da sieht man schon, dass man froh ist, wenn man hier in dem Fall so einen Scooter-Trek nutzen kann. Wobei das kein offizieller Scooter-Trek ist, sondern da sind Privatleute 2-3 Mal hin und her gefahren. Die richtigen Scooter-Treks, die erkennt man auch daran, dass dann eben immer mal wieder so überkreuzte rote Stücke da am Wegesrand sind. Ja, die Gegend ist leicht hügelig. Wie man sieht, hier kann man eigentlich nicht querfeldein zwischen den Bäumen mit einer Pulka durch. Das ist da kaum noch machbar. Aber wenn man jetzt hier den Hügel so langsam hochgeht, wird man auch sehen, dass das Thema Traktion dort durchaus eine Relevanz hat und man da ganz schön, ja, sich ganz schön anstrengen muss. Nichtsdestotrotz ist es eine sehr schöne Gegend dort, die auch sehr abwechslungsreich ist. Also zwischen sehr dichten Nadelwaldstücken, teilweise auch eben sehr viel Birkenwälder. Im Großen und Ganzen hat man hier wirklich die Chance, all diese unterschiedlichen Gebiete ja doch durchaus zu erfahren, bis hin zu diesen reinen Graslandschaften. Aber da werden wir später mehr noch zu sehen. Ja, was soll ich sagen? Also die Scooter-Tracks sind hier, oder wenn zumindest einer mal da entlang gefahren ist, wirklich viel wert. Hin und wieder sieht man Tierspuren von, ja, was laufen da rum, ne? Elche laufen da rum, Rentiere laufen rum. Viel Fraß gibt es dort oben. Der Bär an sich, der schläft ja zu der Zeit. Ja, ansonsten kann man nur sagen, die Temperaturen dort zu dem Zeitpunkt, als wir dort gewesen sind, waren von moderaten minus 15 bis runter auf minus 30 Grad. Und in dem Winter oder in der Winterperiode, in der wir dort oben gewesen sind, gab es auch Rekordwerte von minus 45 Grad in der Region, was dann schon in Kombination mit Wind durchaus kalt wird. Landschaften sind wirklich sehr, sehr weitläufig. Man kann sich vorstellen, dass es hier an der Stelle teilweise 30, 40, 50 Kilometer bis zur nächsten Ortschaft sind. Und da hinten sieht man auch schön die Hügel, was wirklich teilweise 150, 200 Kilometer weit entfernt ist. Bei gutem Wetter kann man da wirklich sehr, sehr weit schauen. Die Luft da oben ist einfach unbeschreiblich sauber und klar. Und das gibt natürlich unbeschreibliche Ausblicke, die man da genießen kann. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass wir so hoch laufen müssen. Aber ich freue mich schon auf das Lager. Wir haben die Hälfte des Weges schon hinter uns. Und jetzt kann auch nur noch die Hälfte schief laufen hier. Es muss noch durchhalten. Ein bisschen noch. So, das sollte gehen. Nur noch ein bisschen. Jawohl. Ja, pure Natur, weit und breit. Also, so schnell geht das.
Oh, die Kamera liegt noch. Eieieiei. Ah, ich war in den Stuhl gestolpert hier. Oh, das kam unverhofft. Ich bin bereit. Wir kommen so langsam in die Gegend, wo unsere Zielkoordinaten sind. Hier, das kann man jetzt so nicht direkt sehen, laufen wir über einen zugefrorenen See. Im Sommer sind das ausgedehnte Sumpf- und Moorlandschaften, teilweise in diesen Senken. Und die kann man natürlich jetzt hervorragend nutzen, um dort hinüber zu gehen, weil man da natürlich eine Ebene hat und keine Bäume oder Sträucher oder sonst was, die man umlaufen muss. Jetzt hallihallo von meiner Seite aus nochmal. Wir sind jetzt heute nochmal losgezogen und wie man sieht mit Pulka. Und wir sind jetzt allerdings schon angekommen am Spot. Und der ist da oben, wie man das sehen kann, da unter einem Felsen. Und da werden wir uns jetzt einrichten. Und dann werden wir die Gegend hier ein bisschen erkunden und uns einen schönen Overnighter machen. Ah, schon. Ich stolper hier immer über meine eigenen Füße. Kennen wir ja schon. Das ist ein. Boah. Okay. Das geht ein bisschen tiefer hier. Unsere Feuerstelle hinkommen. Da wird einer schlafen und da wird wohl der andere schlafen. Ja, sehr, sehr schön. Das wird gemütlich hier. Sind ja nur minus, weiß nicht, 15, 20 Grad oder so. So, jetzt habe ich von der Pulka auch mal den Rucksack geholt und jetzt geht es darauf. Oder dazu, oder daran. Oh Mann, bin schon eingefroren. Da geht es nun daran, das Lager hier einzurichten. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal meinen Schlafsack aus diesem riesen Rucksack befreien, weil das ist nämlich das größte oder voluminöse, was ich hier da drin habe. Der Rest, der passt alles in irgendwie 20 Liter Rucksack, aber der Schlafsack, der braucht das halbe Hauptfach hier. Okay, dann Lager anrichten.
bisschen angefangen, mein Lager anzurichten. Groundsheet, Savotta-Matte. Das habe ich eigentlich nur, damit ich rechts und links noch so ein bisschen den Schnee loswerde. Werde ich wahrscheinlich meine gelbe Knistertüte darunter machen, falls es kalt wird. Und dann will ich erstmal meinen Schlafsack hier rausprummeln, damit der sich wieder schön entfalten kann. Endlich angekommen, auch mit dem Rucksack. Gar nicht so einfach hier hochzukommen. Aber wir haben es endlich geschafft. Das ist doch geil, oder? Das ist mega. Natürlicher Unterstand. So, holen wir noch den Rest von Kram hoch. Dann machen wir uns das hier gemütlich und dann machen wir nochmal hier so eine Erkundungstour und schauen uns die Gegend nochmal genauer an. Hier vorne ist nämlich die Feuerstelle. Das wird heute Abend richtig romantisch, aber so richtig. Geil. So, Lager ist eingerichtet. Hervorragend, wie man sieht. Viel musste ja nicht gemacht werden. Piet ist auch schon dabei. Der hat seinen Schlafsack auch schon hier hingelegt. Und Kochstelle. Jetzt werden wir noch ein bisschen durch die Gegend laufen und schauen, was wir hier so finden werden. Wir haben uns natürlich Holz mitgebracht. Also, das sieht man hier. Wir haben uns also selber Holz mitgebracht. Warum? Weil es hier in der Gegend natürlich alles sehr langsam wächst. Das ist ein Privatwald, wir kennen sogar die Besitzer. Und dementsprechend brauchen wir jetzt nicht hier irgendwo Holz abmachen. Zumal man ja bei den Laubbäumen jetzt sowieso gerade nicht sieht, was kaputt ist und was nicht. Und bei den Nadelbäumen, ja, müssen wir mal schauen. Wenn wir was finden, ist okay. Aber wir sind gerüstet für alle Fälle. Und ich freue mich schon, dass die Pulka auf dem Weg zurück nicht mehr so schwer sein wird. So, dann jetzt Schneeschuhe an und los, ne? Mhm. Hervorragend. So, jetzt sind wir hier ein bisschen auf der Suche nach dem einen oder anderen toten Baum, damit wir heute Abend mit dem Feuerholz nicht ganz so diszipliniert sein müssen. Wir haben zwar was mit, aber naja, ihr wisst ja, ein bisschen mehr Holz ist auch nicht schlecht. Ne? Aber da müssen wir jetzt erstmal was suchen. Aber das ist herrlich. Diese Gegend ist wirklich sehr, sehr ruhig. So, also dann jetzt erstmal Augen auf und mal schauen, ob wir noch ein bisschen Holz finden. So, jetzt haben wir schon wieder ein Bäumchen gefunden. Piet freut sich schon, weil er hat nämlich die Säge und wie gesagt, hier vorne ist noch so ein Stumpf, den kann man noch mitnehmen und dann wird so langsam aber sicher der Abend immer wärmer, hätte ich beinahe gesagt, also wir haben immer mehr Feuer dann und brauchen nicht so sparsam sein. Also, ja Piet, ich würde sagen, fang an und ich werde mal daneben stehen und tolle Aufnahmen machen, oder? Und Flugscheißern, ja. Ja, genau. Oh ja, das. So, das ist gut, der ist noch nicht morsch, ne? Ja, geht noch. Sehr gut. Schau mal.
Schön, Felix Kohr. Das ist von einem Steinhardt. Oh ja. Der Bär reicht mir heute Abend. Ja, da kann man richtig feiern. Okay. Ja, dann. Spannend, mach mal auf. Vielleicht hätte ich ein bisschen größer kaufen sollen. Ja, mache ich die Pulka mit. Also gut, dann bin ich jetzt auch in die Säcke. Bringen wir Pulka gleich mit. Ja. Bitte die Kamera aber hier lassen. Okay. Ich vergesse. Ja, dann hole ich mal den Pulka. So, fleißig. Fleißig. Haben Sie da? Haben wir noch unterm Schnee was Schönes gefunden. Aber wenn wir gleich beim Feuer mal ein bisschen zeigen. Die Ringe von den Dingern, die sind so klein, die kannst du kaum zählen. Also der muss, ich weiß nicht wie alt sein, auf jeden Fall ziemlich alt. Das Holz ist so dermaßen schwer und dunkel. Boah. Ja, jetzt ab zum Lager. Dann zum Lager hinbringen. Dann klein bekommen, dann spalten. Und dann ist uns warm, da brauchen wir kein Feuer mehr. Jetzt haben wir hier Holz, alles da und wir bereiten gerade das Schwedenfeuer vor, damit wir gleich schön kochen können und ja, da freue ich mich schon drauf, der Hunger kommt und so ein schönes Feuer hier unter dem Felsen, bin mal gespannt, wie der Felsen die Wärme reflektieren wird, weil der Felsen an sich ist sehr warm, also schon sehr interessant zu sehen, also zu fühlen. Ne? Also du hast ja alles ziemlich eisekalt, aber der Felsen an sich ist handwarm. Das ist echt faszinierend. So, dann jetzt mal weiter.
habe Feuer gemacht. Ja, fantastisch. So, dann ihr was gerettet. Du schaffst es jetzt schön, ein Feuer zu machen. Hervorragend. Ja, sehr schön. So, da bin ich mal gespannt, ob man uns noch sieht. Aber das Feuer brennt. Und so langsam können wir dann auch mal kochen und mal anfangen. Und es wird richtig schön warm hier. Ja, es hat echt lange gedauert, bis wir überhaupt das Feuer so hinbekommen. Boah, das Holz ist aber auch dermaßen hart hier, ne? Meine Fresse, ey. Ja, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, ne, wie schwer dieser Balken war im Vergleich zu Deutschland mit der Birke. Ja. Das ist echt. Das ist fast so, als ob man in Deutschland denn eine Buche hat. Ja, vor allen Dingen, die Ringe konntest du ja kaum zählen, ne? Ja. Die sind ja Urbach, all die Bäume. Ja. Auf jeden Fall brennt es jetzt erstmal schön, ne? Das ist gut. Denkst du, das liegt auch an der Kälte, dass die Flammen halt so nach unten gedrückt werden? Nee, glaube ich nicht. Also ich meine, das ja, Kamineffekt hatten wir hier bedingt. Also wir haben ja keine Rohr oder so, ne? Wo das kalte Luft wie so ein Tropfen sein könnte. Also wenn du so ein Rohr hast und hast kalte Luft drin und du machst einen Ofen an, dann brauchst du erstmal eine gewisse Energie, um da diesen Kamineffekt zu erzeugen, aber das wollen wir nicht. Was wir hier natürlich haben, ist ein hervorragendes, schau mal, da ist jetzt schon trocken und hier tropft es noch. Aber das ist dann hier vorne direkt immer frei. Das ist die optimale Wärme. Wir müssen das noch ein bisschen größer machen. Noch größer, ja genau. Ja. Wir haben ja jetzt schon fast alle Balken da verbrannt. Oh. Jetzt ist nur noch einer von denen da hinten. Das haben wir hier schon gesprochen. Ich hoffe, dass morgen genug Glut überbleibt, dass wir halt nur noch das bisschen frei machen und dann schön mit kleinen Hölzern neues Feuer aufstapeln können. Naja, ansonsten müssen wir, ich weiß nicht, wir können natürlich heute nochmal auf die Suche gehen heute Nacht. Ich gehe gleich ins Bett. Ja, okay. Das ist ein Argument. Das Ding ist einfach, wenn du dich jetzt noch bewegst, also bei mir ist es vor allen Dingen so, da fange ich an zu schwitzen und schwitzig ins Bett gehen ist immer nicht so warm. Nee, das traut mich. Das ist richtig. Deswegen, ich gehe ins Bett. Ja, nee, alles gleich. Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also ein bisschen Feuerholz haben wir ja noch. Außerdem müssen wir gleich noch deine Erbsen da probieren. Ja, genau. Erbsensuppe. Ja, genau. Das kann man eigentlich jetzt mal machen. Da ich ja jetzt in Schweden bin, wird einmal die Feldküche verwendet. Vielen Dank da an Mike 1. Ja, ich hoffe, das sieht man. Hier, Feldküche. Die werden wir jetzt machen am Feuer. Und dann schauen, wie es schmeckt. Das Ganze verfeinern wir einfach nochmal mit Speck, damit wir den rüber haben. Also hier oben ist ein bisschen klamm. Und wenn man mal nach unten geht, dann geht das eigentlich. Der hier. So. Das geht. Ah, hier ist es gefroren. Also hält schön warm. Ja. Da hinten ist Sven.
Habe ich ein bisschen geweckt dadurch. Das ist doch mal ein Winter-Overnighter hier. Eigentlich wollte ich meine Stiefel mit in den Schlafsack nehmen. Dafür habe ich sie extra in einer Plastikfolie eingetütet, damit sie halt den Schlafsack von innen nicht dreckig machen. Aber das ist alles hier drin so eng gewesen, dass ich sie dann draußen stehen lassen habe. Und nun ja, was passiert mit Stiefeln, die nass sind draußen? Gefrieren. Und ich habe sie trotzdem in der Plastiktüte gelassen. Mal schauen, ob das ein bisschen geholfen hat, auch wenn sie draußen gestanden haben. Gefroren, steinhart. Vor allem hier unten, wo sie noch ein bisschen nass sind. Alles Eis. Jo, dann fänge ich mich da rein und dann sollte es wieder gehen. Ja, schönen guten Morgen. Eine schöne Nacht. Und wir stehen jetzt hier so langsam auf. Und wie man sieht, alles immer noch schönste Winterlandschaft. Im Schlafsack an sich, es hat ein bisschen heute Nacht drauf geschneit. Und nur so ein bisschen, dadurch, dass der Schlafsack warm war, sehr warm. Hier ist das ein bisschen draußen angetaut. Dementsprechend bin ich froh, dass ich da diese Schutzhülle automatisch schon drum habe. Das heißt, ich warte jetzt, bis das ein bisschen angefroren ist, drehe ich den Umschlag, das Zeug ab und dann geht's weiter. So, was machen wir jetzt? Ja, wir werden jetzt erstmal hier schauen, wie wir uns hier rauspellen. Und eine spannende Sache wird sein, wie seine Stiefel aussehen. Dadurch, dass ich ja diese Filzstiefel hier habe, habe ich schon warme Stiefel. Das ist alles gut, aber ich glaube, seine Stiefel sind gefroren. Aber da schauen wir mal. Und? Wie schaut's aus mit deinen Stiefeln? Naja, ich wollte sie ja abends mit reinnehmen, aber ich hatte keinen Platz. Und dann habe ich sie draußen in der Plastikfolie gelassen. Und jetzt sind sie trotzdem steinhart. Und jetzt versuche ich mich da irgendwie reinzuzwängen. Okay, dann versuche ich mal ein Feuer zu machen. Vielleicht können wir sie da ein bisschen geschmeidiger machen. Okay. Sehr geil. So, was haben wir denn hier noch alles? Also richtig viel haben wir alles voller Eis. So, jetzt ein bisschen die Feuerstelle vorbereitet. Letztendlich, was noch passiert ist, ist nicht viel. Das heißt, dass ich hier ein bisschen aufgeschichtet, hier ein bisschen Zunder rein, hier ein bisschen kleineres Zeug rein und dann werde ich es gleich füttern müssen, wenn es angeht. So, dann probieren wir es mal. So Leute, Sven taut meinen Stiefel auf,
Ich komme da mit dem Fuß nicht rein. Also. Und Sven, was gibt es heute? Stiefelsuppe. Oh Mann, die brauchen ein bisschen, bis sie hier aufgetaut sind. Ich meine, es geht schon los mit dem Schmelzen, aber schau mal, ich kann mich wieder bewegen. Ja. Aber das dauert ein bisschen. Also, meine Lederstiefel sind komplett gefroren. Das passiert, wenn man die falschen Stiefel zur falschen Jahreszeit trägt. Die sind wohl eher für ja, kaltes, nasses Wetter. Aber hier für den Winter sind sie jetzt steinhart und da komme ich nicht mehr rein. Es nützt nichts, sie müssen aufgetaut werden. Und Sven kennt sich sehr gut mit Stiefeln aus. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, der hat da keine Probleme. Der stellt auch perfekte Winterstiefel vor. Ich glaube, ich muss mein Equipment so ein bisschen mal dem Winter anpassen. Also, schaut mal vorbei. Heute flambierte Lederstiefel zum Frühstück. Auf Pete Art. So, das nächste Problem, was am Auftauchen wird beim Wandern, dass sie nasse Socken bekommt und dass die Schuhe von innen drin auch eventuell feucht sind. Ja, und jetzt habe ich mal ganz andere Socken an. Das sind so eine wasserdichten Socken. Und ich schaue mal, wie es ist auf dem Rückweg, ob die auch Feuchtigkeit aufnehmen, also innen drin. Oder ob ich vor der Feuchtigkeit im Schuh geschützt bin. Ja, dazu später mehr. So, nachher gibt es noch einen schönen Tee. Bisschen aufwärmen. Zusammenpacken. Also zusammenrollen, ab in den Rucksack. Und dann geht es wieder raus in die Wildnis. Naja, wir sind draußen, aber ihr wisst schon, was ich meine. So ein natürlicher Unterstand hat was. Ja, und ohne Schneeschuhe würde man hier niemals hinkommen. Schöne neue Erlebnisse, ja. So, Feuer brennt. Hervorragend. Jetzt wird erstmal schön Teewasser heiß gemacht. Und wenn wir das haben, während der Zeit können wir jetzt so langsam das Lager ein bisschen aufklaren. Und dann schon mal zusammenpacken hier. So. Okay. Ja, das dauert. Das dauert. So. Sehr schön. Ja. Gut. Dann gehen wir mal nach. Also, ja. Jetzt wird es langsam wieder Zeit, dass wir den Rückweg antreten. Die Nacht war wirklich sehr schön und das Wetter war stabiler, als wir es zu Anfang gedacht hatten, zumindest als wir da noch losgelaufen sind. Natürlich wurde alles wieder auf die Pulkas oder beziehungsweise die Pulka und den Schlitten verpackt und dann wieder Richtung Basislager gezogen. An der Stelle hatten wir noch das Glück, dass der angekündigte Schneesturm oder Schneefallen noch nicht so stattgefunden hatte, wie wir es befürchtet hatten. Allerdings wird sich das im Laufe des Rückwegs dann doch ändern. Man sieht halt, dass die Wolken schon sehr niedrig sind. Der Nebel, der ist zwischen den Bäumen gut erkennbar und dann kam auch nach und nach der Wind. Die Freiflächen an sich sind da spürbar kälter, als man das dann in dem Wald hat. Und das ist etwas, was man dort sehr schnell lernt, dass man eben ständig mit der Kleidung regulieren muss. Das heißt, sobald der Wind aufkommt, braucht man wirklich eine windschützende Schicht. Da hilft dann die reine Wolle nicht mehr ganz so. Aber man hat natürlich auch immer das Problem, man darf nicht mit dem Schwitzen so stark beginnen, dass die Klamotten dann komplett nass werden. Aber das sind alles so Sachen, die man da relativ schnell spitz bekommt, wenn man da unterwegs ist. Und unter anderem mache ich ja jetzt im nächsten Februar die erste Expeditions-Trainingswoche. Da zeige ich dann,
wie man genau dieses macht. Das heißt, wir werden uns im Gelände bewegen, wir werden genau solche Witterungsverhältnisse ausprobieren und dann auch am eigenen Körper spüren. Ja, über die Freifläche hier wieder zurück. Das ist sozusagen der große See gewesen. Von da aus gab es noch einige andere Freiflächen, die dann eher Sumpfgebiete sind, die wenig Vegetation in Form von Bäumen mit sich bringen. Und über diese Freiflächen, da kann man sich vorstellen, kam der Wind natürlich ganz gut einem entgegen und man hatte dann doch schon einiges zu tun. Erfreulicherweise war natürlich die Pulka um einiges leichter als auf dem Hinweg, weil wir hatten nicht nur ordentlich Holz da verbraucht, sondern wir haben die restlichen Holzvorräte dann noch dagelassen für einen weiteren Ausflug dorthin. Und ja, dementsprechend war der Rückweg natürlich nicht ganz so beschwerlich, was das Gewicht der Pulka angeht. Allerdings, was man hier sehr schön sehen kann, die Spuren, die noch gestern frei gewesen sind oder den Tag davor frei gewesen sind, die waren natürlich dann gut zugeweht schon. Und es wurde im Laufe des Tages auf dem Rückweg auch immer mehr. Das heißt, man hatte immer mehr damit zu tun, wirklich durch den Tiefschnee da dann auch zu laufen. Mit der Pulka und mit den Schneeschuhen. Der Unterschied ist sehr spürbar, ob man jetzt wirklich eine plattgedrückte von einem Scooter eben benutzten Dreck vor sich hat oder ob da eine Handvoll Schnee drauf liegt. Nach und nach setzte dann eben die Schneeverwehung ein. Das heißt, es wurde erst durch den Wind aufgewirbelt und später kamen dann auch wirklich die Wolken über uns. Und da konnte man sehen, dass dann nach und nach der Schnee uns doch den Weg nicht nur unkindlich machte, sondern auch wirklich dann ja, befüllte. Also die Spurrille, in der wir hingelaufen sind, die war nach und nach dann immer schwerer mit der Pulka zu befahren. Also hier hat man dann wirklich diesen Pulverschnee, der da wirklich hervorragend ist. Das heißt, der ist so leicht und so weich, der Schnee, dass man, sobald man diesen Trail, auf dem dieser Scooter gefahren ist, verlässt, dann auch wirklich selbst mit Schneeschuhen gut einsinken wird. Eine Sache, die natürlich etwas beschwerlich war bei dieser Tour, ist dadurch, dass mir zu Beginn dieses Gestell weggebrochen ist, also die Verbindung da hinten gerissen, dieses Leder gerissen, musste ich ja mit dem Seil das Ganze so ein bisschen behelfsmäßig ziehen. Und immer dann, wenn es bergab ging, dann merkte man auf jeden Fall, warum man so ein Gestell eigentlich doch ganz gerne hat. Berghoch und auf der Geraden ist ein Seil okay, aber sobald man bergunter geht, dann rauscht einem natürlich diese Pulka da hinten in den Hacken. Umgehen kann man das, indem man dann einfach seitwärts vom Track läuft. Zum Beispiel hier, dann, dass man schlicht und ergreifend absichtlich durch den tieferen Schnee läuft, damit eben der Reibungswiderstand von der Pulka so hoch ist, dass er einen nicht überholt. Naja, da kann man sich also aussuchen, hat man lieber die Pulka in den Fersen oder hat man lieber ein bisschen mehr Schnee, durch den man durchlaufen muss. Sobald man allerdings dann hier in die Wälder kommt, ist natürlich das mit dem Wind eher weniger ein Problem. Das spürt man sofort. Man muss sich meistens auch kleidungstechnisch gleich wieder anpassen, weil die Temperatur, die gefühlte Temperatur doch stark ansteigt im Vergleich zur Freifläche mit dem Wind. Nach einigen Stunden Wanderung sind wir dann auch wieder in die Nähe des Basislagers gekommen und man sieht, dass es immer mehr Freiflächen gibt, die von Menschenhand gemacht worden sind. Das heißt, man kommt in die Nähe von gerodeten Flächen bzw. Nutzwiesen, die im Sommer für Vieh, also irgendwie, weiß ich nicht, Kühe und Schafe und was nicht alles dann doch nochmal benutzt wird. Wobei die landwirtschaftlichen Nutzflächen dort nicht so stark ausgeprägt sind, wie sie dann doch im Süden von Schweden sind. Aber im Großen und Ganzen kommt man dann der Zivilisation Schritt für Schritt näher. Man kann das wirklich spüren und irgendwann hat man es dann geschafft und kann über die Straße die letzten Meter dann Richtung Basislager laufen, was doch eine sehr starke Erleichterung ist. Und man auch in dem Fall sogar die Schneeschuhe dann ausziehen kann, was das Laufen dann wieder wesentlich, sagen wir mal, gewohnter macht und demnach auch ein wenig einfacher. An der Stelle kann ich nur sagen, tausend Dank fürs Zuschauen. Das war mir wieder eine Freude, dieses Video für euch zu machen und hoffe, es hat euch gefallen. Es wird noch ein, zwei andere Teile geben. Schaut mal auf meinem Kanal nach. Da werden noch weitere Teile von dieser Tour erscheinen.
Und ansonsten bin ich natürlich schon wieder voll in der Planung und Vorbereitung für die nächste Tour. Und allerspätestens im Februar geht es dann wieder hoch zu dieser einen Woche Expeditionsbasistraining, die ich da gebe. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wenn du Interesse hast, da selber mal mitzumachen, dann schreib mir. Ich werde diese Winterexkursion jetzt öfter machen und dementsprechend, ja, schau doch einfach nach bei Interesse, ob noch ein Platz für dich frei ist, und es würde mich sehr freuen, dich dann dort begrüßen zu dürfen. So, und ansonsten kann ich nur sagen, bleib gesund, viel Spaß beim nächsten Video und wir sehen uns.